Die Sales-Up-Konferenz, die wir heute veranstaltet haben, die war ein Beispiel für ein hybrides Event. Hybrides Event heißt, dass man Gäste im Studio hat und Gäste digital vor dem Rechner. Der Vorteil von einem Online-Event gegenüber einem Live-Event ist tatsächlich, dass die Zuschauer von überall sich reinwählen können. Niemand muss zu einer Location fahren, niemand muss von Stuttgart nach Hamburg reisen, weil da vielleicht der Hauptsitz der Firma ist. Man kann einfach zu Hause bleiben oder im Büro und mit Kollegen sich den Livestream anschauen. Das ist natürlich Zeitersparnis und auch Geld- und Kostenersparnis fürs Unternehmen und entsprechend ökologischer und ökonomischer vielleicht. Die Herausforderung war ja, es nicht über eine Stunde oder anderthalb spannend zu halten, sondern eben über einen ganzen Tag. Und das ist halt tatsächlich eine echte Herausforderung, der wir uns gestellt haben und ich finde, wir sie hervorragend gemeistert haben. Wir haben uns nochmal überlegt, dass das Socializen über dieses Avatar-Spiel wunderbar funktioniert und als Zusammenfassung das Quiz wunderbar funktioniert und um es einfach auch noch wieder interessanter zu gestalten und vor allem interaktiver. Die Leute sind dabei, sie können sich unterhalten und sie können mitraten. Es macht einfach Spaß und es ist lustig. Man kann Emotionen transportieren, man kann Inhalte transportieren, man kann immer wieder auflockern. Das ist das Coole an einem hybriden Event, eine gute Qualität zu liefern und nicht nur zu sagen, hey, wir treffen uns alle mal bei Zoom und jeder redet und es ist total unkoordiniert, sondern zu sagen, dahin geht's und ihr seid uns wichtig, wir schaffen das. Ein ganz besonderer Dank geht an Thorsten Jekel und sein Team für die technische Unterstützung.